Sehr geehrte Frau Bundesministerin Karliczek, sehr geehrter Herr Minister Wolf, hochverehrte Preisträgerinnen und Preisträger, werte Festgesellschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur diesjährigen Verleihung der Leibniz-Preise. Sie findet nun erstmals in der Geschichte dieses Preises in einem virtuellen Rahmen und in einer an die Pandemie-Umstände angepassten Form statt. Das ist einerseits bedauerlich, denn verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, wir, die DFG, sind an diesem Tag besonders bemüht, Sie und Ihre Forschung ganz in das Ruhmeslicht zu rücken, das Ihnen gebührt. Dazu gehören festliche Rituale wie das physische Überreichen der Urkunde und feierliche Klänge, gespielt von virtuosen Musikerinnen und Musikern. An dieser musikalischen Untermalung mangelt es heute ebenso wie am festlich geschmückten Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, durch dessen hohe Decken und architektonische Weitläufigkeit Musik und anerkennende Worte üblicherweise schallen. Dem ist heute nicht so. Doch ist dies andererseits vielleicht auch nicht allzu bedauerlich, denn sind wir einmal ehrlich, der wahre Glanz der Verleihung verdankt sich seit jeher den außergewöhnlichen Forschungswegen und Erkenntnisfortschritten, die Sie, werte Preisträgerinnen und Preisträger, über viele Jahre hinweg in teils mühseliger Kleinteiligkeit, teils mit revolutionärem Gestus in die Wissensstände Ihrer Disziplin getragen haben. Uns diesem Glanz ganz bewusst zu werden, das darf heute unsere große Freude sein und uns selbst zum Fest werden. Dieser kostbare Moment wird noch gesteigert durch jenen besonders glücklichen Zusammenhang, den hierzulande Wissenschaft und Politik bilden. Denn erst durch den politischen Willen, die besten Forscherinnen und Forscher in besonderer Weise auszuzeichnen und ihnen beachtliche Freiräume zu schenken, kann dieser Preis gemeinsam von Politik und Wissenschaft verliehen werden. Liebe Frau Karliczek, haben Sie vielen Dank, dass Sie auch unter diesen Umständen der Preisverleihung beiwohnen und die Auszuzeichnenden mit Ihren Worten beehren werden. Für Ihren Einsatz zur Ermöglichung allerbester Forschung heute und jeden Tag danke ich Ihnen von Herzen. Lieber Herr Wolf, ebenso ist es mir eine große Ehre, Sie als Vorsitzenden der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz von Bund und Ländern virtuell zu grüßen. In unserem vielschichtigen, arbeitsteiligen und föderalen Wissenschaftssystem für konstruktive Abstimmungen zu sorgen, ist mitunter eine beachtliche Herausforderung. Umso erfreulicher ist es, dass Ihnen dieses Kunststück ein ums andere Mal gelingt und dass Sie heute ebenfalls Ihre Worte an uns richten werden. Beste Forschung also und die politische Bereitschaft, dafür beste Rahmenbedingungen zu schaffen, dies ist das Geheimnis, wenn Sie so wollen, verehrte Damen und Herren, des Leibniz-Preises. Heute haben wir die Gelegenheit, uns darauf zu besinnen. Dazu gehört traditionell der würdigende Rückblick auf Erbrachtes. Und so wollen wir auch heute auf die Forschungsinhalte und Methoden der zu Ehrenden blicken. Doch dies dient zugleich als Ausblick auf das noch Zukünftige. Die Forschungen nämlich, auf die wir uns schon heute freuen dürfen und für die Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, im Ausgang von der heutigen Feststunde bald viel Zeit haben werden. Zeit, vor allem, möchte die DFG Ihnen nämlich durch die Verleihung des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises schenken. Zeit zum Nachdenken, die Sie sich, herzlich verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, in vollem Maße verdient haben, um das Begonnene fortzusetzen. Frau Schäfer, Frau Vogel, Herr Bach, Herr Goh, Herr Grave, Herr Kaufmann, Herr Musacchio, Herr Neumann, Herr Prinz und Herr Reichstein. Ihnen allen gebührt höchste wissenschaftliche Ehre.
Ihre zurückliegenden Erkenntnispfade haben das Wissen Ihrer Fächer bereichert und Disziplingrenzen verschoben. Sie haben teils neue Erkenntnisgegenstände präfiguriert oder entdeckt und teils haben Sie, was nicht weniger wert ist, unser Wissen um das erweitert, was wir heute noch nicht wissen. Für Ihre Fächer, für die Wissenschaft, aber auch für die gesamte Gesellschaft haben Sie Großartiges geleistet. Ihnen ist Großartiges gelungen und dafür möchten wir Sie heute in aller Form feiern. Sehr geehrte Frau Professorin Becker, sehr geehrter Herr Professor Wolf, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Jahr 2020 ist für uns alle ein Jahr großer Herausforderungen. Die Pandemie fordert uns in vieler Hinsicht. Sie fordert uns in Forschung und Entwicklung. Wir benötigen schließlich dringend einen wirksamen Impfstoff. Sie fordert uns aber auch ganz individuell. Bei jedem Schritt müssen wir Prävention mitdenken und Verantwortung für uns und unsere Mitmenschen übernehmen. Und das ist gerade jetzt besonders wichtig. Gleichzeitig sind schon lange bekannte Arbeitsschwerpunkte natürlich nicht verschwunden. Der Klimawandel, die Energiewende, die Digitalisierung. Und trotzdem bin ich überzeugt, wir können stärker aus der Krise herauskommen, als wir in sie hineingegangen sind. Und der Schlüssel dazu liegt in exzellenter Forschung und Innovation. Und hierzu leistet natürlich die DFG einen ganz wesentlichen Beitrag mit ihrer selbstverwalteten und wissenschaftsgeleiteten Forschungsförderung. Und das seit 100 Jahren. Das gilt es zu feiern. Das Jubiläumsmotto der DFG ist gut gewählt: Für das Wissen entscheiden. Die Bürgerinnen und Bürger haben sich in dieser schwierigen Zeit für das Wissen entschieden. Die ganz überwiegende Mehrheit der Deutschen setzt auf wissenschaftliche Fakten. Und meine sehr geehrten Preisträgerinnen und Preisträger, mit der Verleihung der Leibniz-Preise heute feiern wir wissenschaftliche Exzellenz. Mit Ihnen und durch Sie gehört der Wissenschaftsstandort Deutschland weltweit zu den Führenden. Sie zeigen, wie viel innovative und kreative Energie in der deutschen Spitzenforschung steckt. Wissenschaftliche Kreativität braucht Austausch und Freiheit. Und ich freue mich daher sehr, dass wir gerade auch mit der Unterzeichnung der Bonner Erklärung ein wahrnehmbares Signal für die Forschungsfreiheit in Europa setzen konnten. Diese Selbstverpflichtung der EU-Forschungsministerinnen und Minister unter deutscher Ratspräsidentschaft ist auch für mich persönlich ein wichtiger Erfolg. Wir wissen um den Wert einer gelebten Forschungsfreiheit. Und Forschungsfreiheit umfasst auch oder gerade besonders den kritischen Diskurs. Und das ist wesentlicher Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft. Freie Wissenschaft und freier Diskurs helfen uns, verzerrte Fakten oder sogar bewusste Desinformationen zu durchschauen. Sie lehren uns, die Komplexität unserer Welt auszuhalten. Zur Freiheit der Forschung gehört aber auch Verantwortung für die Gesellschaft. Die transparente und verständliche Kommunikation von Forschungsergebnissen ist unerlässlich. Sie ermöglicht informierte Entscheidungen. Und gerade jetzt ist gelingende Wissenschaftskommunikation essentiell auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen dürfen wir in kontroversen Debatten von der Wissenschaft auch eine klare Haltung erwarten. Wenn im Internet oder auf Demonstrationen wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage gestellt werden, dann muss die Wissenschaft stark bleiben. Gleichzeitig hat sie die Aufgabe, die Grenzen ihres Wissens klar und transparent aufzuzeigen. Wir als Gesellschaft müssen unsererseits aushalten, dass es für uns keine hundertprozentigen Antworten gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Verleihung der Leibniz-Preise feiern wir exzellente Spitzenforschung. Sie eröffnen Ihnen, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, einen neuen Raum wissenschaftlicher Freiheit. Ich darf Ihnen an dieser Stelle zu Ihren persönlichen, hervorragenden, herausragenden Leistungen gratulieren. Ihre Forschung begeistert und inspiriert. Ob organische Chemie oder Materialwissenschaft, ob Theologie oder Zellbiologie, Informatik, Literaturwissenschaft oder Wissenschaftsgeschichte. Sie geben ein Zeugnis davon, wie vielseitig Wissenschaft ist. Und Sie machen uns neugierig darauf, in wie vielen Bereichen unser Leben heute und in Zukunft durch Wissenschaft besser gestaltet werden kann. Ganz herzlichen Glückwunsch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Preisträgerinnen und Preisträger, meine Damen und Herren. Ich wäre heute wirklich sehr gerne nach Berlin gekommen,
um Ihnen die Grüße meiner Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz persönlich zu überbringen. Wo, wenn nicht hier, bei der Verleihung des wichtigsten deutschen Forschungspreises, erhalten die Fördergelder, die Bund und Länder jährlich in die Forschung investieren, ein Gesicht. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, Sie haben sich durch herausragende Leistungen hervorgetan. Das haben Sie Ihren exzellenten individuellen Verdiensten in der Forschung zu verdanken. Die Aufgabe des Wissenschaftssystems ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diese Forschung ermöglicht. Wissenschaft und Forschung genießen im Bund und Ländern hohe Priorität. Allein im vergangenen Jahr investierten wir gemeinsam auf der Grundlage des Artikels 91b des Grundgesetzes mehr als 15,4 Milliarden Euro in Wissenschaft und Forschung und haben damit unsere gemeinsamen Anstrengungen gegenüber dem Jahr 2018 noch einmal erhöht. Daneben wirken die 25 Millionen Euro Preisgelder für den Leibniz-Preis zunächst bescheiden. Für die einzelne Wissenschaftlerin und den einzelnen Wissenschaftler, also für Sie, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, ist es jedoch keine kleine Summe. Im Gegenteil. Der Leibniz-Preis ist der bedeutendste deutsche Forschungspreis. Neben dem Geld geht mit ihm die schon zum Markenzeichen des Preises gewordene Freiheit einher, die Sie dadurch in den nächsten 7 Jahren bei Ihrer Forschung erleben dürfen. Ganz ohne bürokratischen Aufwand dürfen Sie das Preisgeld nach Ihren eigenen Vorstellungen für Ihre Forschung verwenden. Vielleicht wird es Ihnen am Ende dieser Zeit ja ähnlich gehen wie Gottfried Wilhelm Leibniz selbst. Der sagte, ich war über nichts glücklicher, als dass ich meine Studien nicht nach der Meinung anderer, sondern nach meinem eigenen Willen gestaltet hatte. Für Forschende eine geradezu märchenhafte Freiheit. Die Bilanz des Leibniz-Preises zeigt, dass dieses Konzept aufgeht. Nicht weniger als 6 spätere Nobelpreisträger haben ihn bekommen. Das zeigt aber auch, dass das Prinzip der besten Auslese funktioniert. Es zeigt, dass Sie zu den besten Forschenden dieses Landes gehören. Darauf dürfen Sie zu Recht stolz sein. Auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen in der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz gratuliere ich Ihnen von ganzem Herzen. Sie wissen sicher schon, welche wichtigen neuen Fragen Sie bearbeiten werden und wie Sie das Preisgeld dafür verwenden möchten. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute, Durchhaltevermögen und natürlich viel Erfolg. Wir sind bereits jetzt sehr gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Forschung. Die natürliche Umgebung ist chiral, das heißt, die Natur verhält sich wie Bild und Spiegelbild und viele Moleküle, die wir in der Natur vorfinden, haben ein Bild und ein Spiegelbild. Unser Ziel ist es, diese Moleküle, die mit natürlichen Systemen wechselwirken, gezielt herzustellen. Das Gebiet nennt man enantioselektive Katalyse. Wir machen das mit Licht und deshalb enantioselektive Photokatalyse. Also was mich besonders fasziniert, ist die Tatsache, dass wir mit Hilfe des Lichts Moleküle in einen hoch angeregten Zustand bringen. Das heißt, die Moleküle sind natürlich dazu bestimmt, in unheimlich schnellen Reaktionen ganz ungewöhnliche Molekülstrukturen zu machen. Wir machen natürlich wirklich Grundlagenforschung, weil wir einfach wissen wollen, wie die Dinge funktionieren. Und das ist für mich wichtig. Das war auch für mich der Grund, weshalb ich an die Hochschule gegangen bin, weil ich frei arbeiten wollte. Also insofern ist Grundlagenforschung für mich immer noch das A und O. Und für mich ist die Universität der beste Platz, um diese Grundlagenforschung zu machen. Die Leistungskraft eines Gedankens bemisst sich nicht allein an der Güte des Gedankens, sondern ebenso am Vorstellungsvermögen und der methodischen Raffinesse desjenigen, der ihn denkt. Das trifft zu auf die Arbeiten und das Denken von Herrn Bach. Ihm ist es maßgeblich zu verdanken, dass die Photochemie dieser Tage eine ungeahnte Renaissance erlebt. Obwohl Sonnenlicht eine naheliegende Energiequelle zur Herstellung chemischer Verbindungen ist,
erweisen sich lichtinduzierte Prozesse bisweilen als tückisch, da ihre Intermediate schnell weiterreagieren und den zielgerichteten Aufbau von Molekülen deutlich erschweren. Herrn Bach gelang es, dieses Verhalten zu bändigen. Mehr noch, er konnte das Vorurteil entkräften, wonach dieses Verfahren grundsätzlich ungeeignet sei, um chirale Moleküle gezielt herzustellen. Mithilfe von chiralen Templaten und rational entwickelten Katalysatoren gelangen ihm und seinem Team die ersten stereoselektiven Umsetzungen in einer photochemisch induzierten Elektronentransferreaktion. Um auch sichtbares Licht für enantioselektive photochemische Umsetzungen nutzen zu können, entwickelte er einen chiralen Katalysator, der im blauen Bereich des Spektrums absorbiert und der sich durch hohe Stabilität auszeichnet. Dieser Katalysator hat die bemerkenswerte Eigenschaft, dass er zwischen zwei Enantiomeren unterscheidet und somit ermöglicht, ein sogenanntes racemisches Gemisch selektiv in ein bestimmtes Enantiomer zu überführen. Derartige Deracemisierungsreaktionen sind mit anderen Methoden quasi unmöglich und eröffnen ein weites Feld von Anwendungen in allen Bereichen des täglichen Lebens. Herr Bach studierte Chemie in Heidelberg und Los Angeles und wurde 1991 in Marburg promoviert. Nach einem Postdoc-Aufenthalt an der Harvard University schloss er seine Habilitation 1996 in Münster ab. Kurze Zeit später folgte er einem Ruf nach Marburg. Seit dem Jahr 2000 ist er Lehrstuhlinhaber an der TU München. Lieber Herr Bach, im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft und persönlich ist es mir eine ausnehmende Ehre, Ihnen heute den Leibniz-Preis zu verleihen. Herzlichen Glückwunsch! My research makes use of complex microscopy technique where we remove atoms one by one from a piece of material to work out back where they were sitting inside of the structure of a specific material. To understand why a material is, for example, hard or soft or has magnetic properties. So all of this comes down to these little atoms. And my job, my research, is to look at how these atoms are all arranged with respect to each other inside the material. We are dealing with a big map of small individual points, and we need to find a pattern in these points. And for this, we use computational techniques, and we have people use artificial intelligence, for example, to look for patterns. One of the things that we want to do in the future is get the same level of detailed knowledge of how the atoms are arranged in biological samples. Hingabe bedeutet eintauchen in die Tiefe einer Forschungsfrage. Umso spezieller die Frage, desto tiefer der Tauchgang. Herr Go ist bei seinen Arbeiten zur Atomsondentomographie jedenfalls noch nicht auf Grund gestoßen. Und dies bei einem Tauchgang, der fordernder kaum sein könnte. Der atomar aufgelösten dreidimensionalen Abbildung von Materialien mit komplexer Mikrostruktur. Aufgetaucht ist Herr Go dabei immer wieder, um beeindruckende Zwischenstände zu vermelden. Bereits während seiner Promotion gelang es ihm, ultraschnelle, gepulste Laserquellen in einer Atomsonde einzubauen und zu beschreiben, wie die Bindungsenergie der Atome durch den Spannungspuls auch bei Materialien ohne elektrische Leitfähigkeit überwunden werden kann. Dadurch
konnten erstmals nicht mehr nur leitfähige Metalle, sondern auch isolierende Materialien einschließlich Halbleitern und Keramiken auf atomarer Ebene charakterisiert werden. In weiteren Tauchgängen kombinierte Go die Atomsondentomographie mit anderen Techniken wie der Isotopenmarkierung oder Röntgenspektroskopie. Die Beobachtung von Veränderungen der Materialzusammensetzung während laufender Prozesse, beispielsweise bei der Energieumwandlung oder Katalyse, wurde so möglich. Die Atomsondentomographie wird damit zu einem in der gesamten Werkstoffbreite anwendbaren Verfahren mit einzigartiger Leistungsfähigkeit im Sinne der atomar aufgelösten dreidimensionalen Abbildung der Materialien. Auch durch zahlreiche internationale Forschungsaufenthalte ermutigt Herr Go Materialwissenschaftler weltweit und in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz der Atomsondentomographie und intensiviert so den Austausch sehr unterschiedlicher Forschungsströmungen. Seine wissenschaftlich äußerst stringente Arbeit hat dabei nicht nur die Atomsondentomographie revolutioniert, sondern auch zu einer Vielzahl von materialwissenschaftlichen Anwendungen geführt, die dort wiederum weitere wissenschaftliche Durchbrüche ermöglichen werden. Herr Go studierte Physik in Le Havre, Paris und Rouen. In Rouen verfasste er in der Groupe de Physique des Matériaux seine Dissertation. Seit 2016 leitet er die Gruppe Atomsondentomographie am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Lieber Herr Go, es ist mir wirklich eine große Freude, Ihnen heute den Leibniz-Preis verleihen zu dürfen. Ganz herzlichen Glückwunsch! Generell an der Kunstgeschichte fasziniert mich, dass es ein Fach ist, das auf eine ganz besondere Art und Weise es ermöglicht, regelrechte sinnliche Erfahrungen mit ziemlich allgemeinen, grundlegenden Fragen, was sind Bilder, wie funktionieren Bilder, wie wirken Bilder auf uns ein, das miteinander zu verbinden. Das versuche ich auch in meiner Arbeit, also möglichst detaillierte, historisch kontextualisierte Analysen und Interpretationen einzelner Werke einerseits und andererseits eben immer wieder der Versuch, allgemeine, systematisch-theoretische Fragen zu bearbeiten. Diese allgemein-theoretischen Fragen betreffen eben tatsächlich ein besseres Verständnis der Zeitlichkeit der Bildbetrachtung, insofern sie durch die Eigenschaften des Bildes mitbestimmt sind. Eine andere Frage, die immer noch eigentlich das Fach umtreibt, ist die Grundsatzfrage, was Bilder sind und wie Bilder eigentlich im Unterschied zu anderen Aussagemedien wie Sprache und dergleichen funktionieren. Insbesondere auch die Frage, warum in ganz unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Kontexten immer wieder der Eindruck geäußert worden ist, dass Bilder Macht über ihre Betrachter gewinnen können. Die Kunst des Betrachtens kann zum Buchtitel werden, wie bei Herrn Grave. Die Kunst des Betrachtens, sie ist zunächst eine Frage der Perspektive. Nicht weniger als gute Forschung über das Betrachten, so wie bei Herrn Grave. Denn dessen Arbeiten zeichnen sich durch ihre interdisziplinär ausgereifte Perspektive aus, die die Kunstgeschichte in behutsam erneuernder Form, insbesondere mit der Philosophie, den Literaturwissenschaften und der Begriffsgeschichte verbindet. Sein breit angelegtes Studium in Kunstgeschichte, Mittellatein, mittelalterlicher Geschichte und Philosophie absolvierte Johannes Grave an der Universität Freiburg. Er schloss seine Promotion in Kunstgeschichte in Jena ab und habilitierte sich an der Universität Basel. Er war stellvertretender Direktor des Deutschen Forums für Kunstgeschichte in Paris und folgte 2012 einem Ruf an die Universität Bielefeld. Seit 2019 ist er Professor für neuere Kunstgeschichte an der Universität Jena.
Seine Arbeiten setzen Standards für die kunstgeschichtliche Erforschung der Goethezeit, der Romantik und frühen Neuzeit. Sie widmen sich den Genres Malerei, Zeichnung, Architektur und Plastik sowie der Form der Sammlung. Konzeptuell tragen sie zur Kunst- und Bildtheorie sowie zu Fragen des begrifflichen und methodologischen Verhältnisses der Kunstgeschichte zu benachbarten Disziplinen bei. Auf solche Weise gelingt es Herrn Grave, jene methodischen Probleme zu umschiffen, die die Spezialisierung auf nur eine Periode oder ein Genre begleiten. Eine Verengung des Blicks. Die Vielzahl der dabei eröffneten Perspektiven wird systematisch zusammengehalten durch eine schnörkellose Orientierung an grundlegenden historischen und theoretischen Fragen der Bildbetrachtung. Kennzeichnend ist dabei die Verbindung von beeindruckend nuancierter Interpretation von Kunstwerken mit der Situierung dieser Werke in historischen Kontexten. Mit dieser Forschungsperspektive gelingt es Herrn Grave, die Eigenständigkeit des kunstgeschichtlichen Gegenstands zu bewahren und gleichzeitig in neuer Form zu entfalten. Lieber Herr Grave, es ist mir eine außerordentliche Ehre, Ihnen nun den Leibniz-Preis zu verleihen. Mögen Sie mit seiner Hilfe weitere neue Perspektiven für uns alle erschließen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. Mein Forschungsgebiet ist die Christentums- und Religionsgeschichte der frühen Neuzeit, das heißt eines zeitlichen Rahmens von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis um 1800. Die für mich in der letzten Zeit wichtigste Entdeckung war die Entdeckung Luthers als Medienakteur. Mir ist klar geworden, aufgrund der Analyse seiner Druckmanuskripte, dass er unmittelbar für den Buchdruck gearbeitet hat, dass er sozusagen immer schon die Umsetzbarkeit seines Manuskriptes in den Druck im Blick hatte. Die Religion selbst wird im Kontext der Reformation eine gespaltene und dadurch ergeben sich gesellschaftliche Herausforderungen zur Umgangsweise mit Diversität, die für die weitere Geschichte der Moderne prägend geworden sind. Insofern ist die Epoche, die im Zentrum meiner Arbeit steht, so etwas wie das Musterbuch der europäischen Pluralisierungs- und Gesellschaftsgeschichte. Im Unterschied zum Mittelalter, wo wir vielfach kaum Quellen haben, und im Unterschied zur Neuzeit, wo wir häufig zu viele Quellen haben, ist die frühe Neuzeit aus meiner Sicht die idealste Epoche. Und insofern fühle ich mich da eigentlich fast wohler als in der eigenen Gegenwart. Ja, das Fremde in seiner Fremdheit zugänglich zu machen, ohne es seiner Eigenart zu berauben. So lautet die grundlegende methodische Herausforderung seit den Anfängen der Geschichtsschreibung. Kaum jemandem ist es in letzter Zeit allerdings derart souverän gelungen, diesen Spagat zu meistern, wie dem Kirchenhistoriker Herrn Kaufmann. In vielschichtiger Weise zeigen seine Arbeiten auf, was die Reformation noch heute mit uns zu tun hat, ohne sie dabei anachronistisch zu verkürzen. Herr Kaufmann gelingt dies durch profunde Schriftgelehrtheit, verbunden mit konzeptionellem Scharfsinn und souveränem historischen Urteil. Seine zahlreichen Monographien reichen von Detailstudien bis zu Gesamtdarstellungen und haben weit über das Feld der evangelischen Kirchengeschichte hinaus zu einer deutlichen Neuakzentuierung der Epoche von Reformation und Konfessionalisierung insgesamt geführt. Sein Konzept der Konfessionskultur hat sich disziplinübergreifend als äußerst fruchtbar erwiesen, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen Glaubenslehre, Glaubenspraxis und Lebenswelt zu begreifen.
Herr Kaufmann studierte evangelische Theologie in Münster, Tübingen und Göttingen, wo er 1990 promoviert wurde und sich 1994 habilitierte. 1996 folgte er einem Ruf auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an die LMU München. Im Jahr 2000 kehrte er an die Universität Göttingen zurück. Über die Person Martin Luthers ist in der zurückliegenden Lutherdekade viel auch öffentlich geschrieben worden und nicht immer auf der Höhe der Forschung. Herrn Kaufmann gelang es indessen meisterhaft, neuartige Forschungsgegenstände einem breiten Publikum sachgemäß nahezubringen und sich zugleich gegen oberflächliche Aktualisierungen und politische Vereinnahmungen zu verwehren. Sein in mehrere Sprachen übersetztes Buch »Luther und die Juden« hat die öffentliche Debatte geprägt und bereits 2008 hat sich Herr Kaufmann in seiner Studie über die Gattung der Türkenbüchlein mit der Haltung Luthers gegenüber dem Islam auseinandergesetzt. Diese Arbeiten bereichern nicht nur die historische Forschung, sondern leisten auch wertvolle Beiträge zur interreligiösen Verständigung. Lieber Herr Kaufmann, es ist mir eine große Ehre, Sie heute mit dem Leibniz-Preis auszeichnen zu dürfen. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch. We study how cells divide and how they ensure that their hereditary information is correctly transmitted during this process. The fundamental question in the field, what you may consider its holy grail, is to understand how the replicated chromosomes are delivered to the daughter cells. It essentially never happens that the two replicated chromosomes end up in the same daughter and that the other daughter remains without. When they occur, errors in this process can have dire consequences for cell physiology. It inspires me to see how life, very early on, settled on this specialized cell division machinery that it continues now to use after more than a billion years of evolution. And the generality of this knowledge motivates me. I feel that we're aiming to the essence of a fundamental problem. Zellteilung als das Wunder des Lebens zu bezeichnen, ist vermutlich nicht weit gefehlt. Zu diesem Wunder gehört ganz entscheidend die Replikation des Erbguts, im Grunde eine Informationsverdopplung. Gesteuert wird diese von einer hochkomplexen Struktur, dem Kinetochor, der für die Verteilung der Chromosomen auf die Tochterzellen bei der Zellteilung eine wichtige Rolle spielt. Dank der Forschungen von Herrn Musacchio konnten nun erstmals grundlegende Einblicke in Struktur und Funktion des Kinetochors gewonnen werden. Dies gelang ihm durch die äußerst elegante Kombination von Strukturanalysen mit biochemischen und zellbiologischen Studien. Seine Arbeiten leisten einen hervorragenden, weltweit führenden Beitrag zum besseren Verständnis der kritischen Phasen der Zellteilung. Herr Musacchio hat Biologie an der Universität Tor Vergata in Rom studiert und am Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie, dem EMBL, in Heidelberg promoviert. Seit 2011 ist er Direktor der Abteilung für mechanistische Zellbiologie am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Vorbildlich sind zudem sein Engagement und seine große Bereitschaft, sich für den Erfolg früher wissenschaftlicher Karrieren in seinem Umfeld einzusetzen, woraus
bereits viele unabhängige Forschungsgruppen entstanden sind. Hervorzuheben sind schließlich seine Beiträge zur Assemblierung der methodischen Spindel. Hier hat Herr Musacchio einen Kontrollmechanismus identifiziert, der sicherstellt, dass die Zelle die Mitose so lange verzögert, bis alle Chromosomen an die mitotische Spindel angeheftet sind. Das Protein MAT2 spielt dabei eine wesentliche Rolle. Herr Musacchio hat die Struktur von MAT2 gelöst und ein Modell seiner Funktionsweise vorgeschlagen. Dieses MAT2-Template-Modell bildet heute die Grundlage für unser Verständnis der Kontrolle der Zellteilung und deutet der künftigen Forschung unbeschrittene Wege, die einzuschlagen keinesfalls so verrückt ist, wie es der Proteinname nahelegt. Lieber Herr Musacchio, es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen den Leibniz-Preis verleihen zu dürfen. Mögen Sie weiterhin die Geheimnisse des Lebens für uns erforschen. Ganz herzlichen Glückwunsch! Wir beschäftigen uns damit, Systeme zu bauen, die sehr große Datenmengen effizient speichern und durchsuchen können. Das ist mein Forschungsgebiet, zu untersuchen, wie man solche Berechnungen effizient und schnell durchführen kann, dass man Antworten bekommt. Besonders Spaß macht mir eigentlich, dass ich das wirklich laufen lassen kann, was ich mache. Also wir bauen ein Datenbanksystem und das können wir eben einsetzen und sehen selbst, wie das System immer besser wird, immer schneller wird, immer bessere Analyseergebnisse liefert. Und das ist sehr motivierend. Hype ist ein Datenbanksystem, was aktuelle Hardware, vor allem große Hauptspeicher und viele Rechenkerne nutzt, um sehr schnell Anfragen zu bearbeiten. Sehr viel schneller, als das frühere Systeme gemacht haben. Und möglich wurde das durch die technische Entwicklung und dass wir sie entsprechend nutzen. Dass wir die Programme so schreiben, dass die wirklich skalieren auf 120 Kerne und solche Sachen, was andere Systeme einfach nicht konnten. In unserem Bereich konkret versuchen wir, neue Techniken zu finden, neue Ansätze zu finden, die irgendwelche Probleme besonders effizient lösen. Das ist eigentlich unsere häufigste Aufgabe. Der Reiz besteht auch darin, eben etwas auszuprobieren, das noch niemand gemacht hat. Also eine neue Idee zu haben, einen neuen Ansatz, um ein Problem zu lösen. Die Probleme selbst sind meistens nicht so neu, aber die Lösungen sind neu. Data is the new oil. It's valuable, but if unrefined, it cannot really be used. Diese Einsicht, dem britischen Mathematiker Clive Humby zugesprochen, ist längst zu einem gebetsmühlenartigen Mantra geworden. Wahr ist sie dennoch und kaum etwas bestimmt den weltweiten technologischen Fortschritt so sehr wie das zutage Fördern großer Datenmengen einerseits und ihre Raffinierung andererseits. Diese Raffinierung wird umso kniffliger, desto mehr Daten gewonnen werden. Umso wichtiger werden auch die Beiträge von Herrn Neumann, dessen Arbeiten grundlegende Beiträge zum Forschungsfeld der Big Data Analytics liefern. So gelang ihm die Entwicklung von Systemen, die große Datenmengen stets in ihrer aktuellen Version vorhalten und zugleich höchste Anfrageeffizienz ermöglichen. Herr Neumann löste dazu eine Kette höchst anspruchsvoller Teilprobleme, etwa der, wie Nutzeranfragen an eine Datenbank effizient in maschinenoptimierte Programme übersetzt werden können. Doch gehen seine bahnbrechenden Arbeiten weit über Einzelbeiträge hinaus, wohl wissend, dass komplexe Computersysteme erst im Zusammenspiel vieler untereinander abhängiger Techniken ihre Leistung entfalten können. Das von ihm virtuos mitentwickelte Datenbanksystem Hyper konnte die weltweit schnellsten analytischen Datenbanksysteme deutlich schlagen und gilt heute als Referenz. Die Antwortzeiten dieses Systems sind gegenüber konventionellen Datenbanksystemen um das 100- bis 1000-fache schneller. Das ist, als führe man zwischen München und Berlin im Zug statt der üblichen 4 Stunden auf einmal nur noch
3 Minuten. Derlei Ergebnisse zeugen von einem tiefen Verständnis für moderne Computersysteme und ihre hochkomplexen Abläufe. Herr Neumann wurde 2005 in Mannheim im Fach Informatik promoviert, wo er zuvor Wirtschaftsinformatik studiert hatte. Nachfolgend war er als Senior Researcher am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken tätig und habilitierte sich an der Universität des Saarlands. 2010 wurde er an die TU München berufen und hat dort eine Professur für Datenbanksysteme inne. Lieber Herr Neumann, es ist mir eine ausnehmende Freude, Ihnen nun den Leibniz-Preis verleihen zu dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Eine wichtige Frage, der wir nachgehen, ist, welche Rolle die Mikrogliazellen als Immunwächter im Hirn für bestimmte Erkrankungen haben, für entzündliche Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder degenerative Erkrankungen wie die Alzheimer-Erkrankung. Das Spannende an unserer Forschung ist, dass diese Zellen, obwohl schon über 100 Jahre bekannt, erst in den letzten Jahren so in den Fokus gerückt sind. Neue Methoden waren verfügbar, das waren Methoden der Mikroskopie, Methoden der Genetik, der Immunologie, sodass man völlig neue Aspekte der Mikroglia erfassen konnte. Früher dachte man, dass Mikrogliazellen einfache Fresszellen sind, dass sie alles abräumen, was im Hirn stattfindet. Jetzt weiß man, dass es durchaus deutlich differenzierte, komplexere Zellen sind, die viele andere Funktionen im normalen Hirn haben. Sie ernähren das Hirn und sie sind auch Wächter der Nervenzellen und sie können andere Zellen im Hirn zur Hilfe rufen, damit zum Beispiel den Nervenzellen geholfen werden kann. Für die Zukunft ist es uns besonders wichtig, das menschliche Gehirn besser zu verstehen, an Patientenproben unsere Untersuchungen durchzuführen, um zu verstehen, was ist speziell am menschlichen Hirn. Und wir sehen, dass auch unser Forschungsobjekt, die Mikrogliazelle, im Menschen deutlich anders ist, viel diverser ist. Von der Vorläuferzelle im Embryo bis zur voll ausdifferenzierten Zelle ist es ein weiter Weg. Herrn Prinz ist es gelungen, diesen Weg für die Mikroglia im Detail nachzuzeichnen. Die Erforschung der gehirnspezifischen Schutzmechanismen war nie aufschlussreicher als in seinen Arbeiten, die zu einem grundlegend neuen Verständnis der Immunantwort im Gehirn geführt haben. Seine Entdeckungen haben das bisherige Bild einer überaus heterogenen Population von Immunzellen im Gehirn in Richtung distinkter Zelltypen und Signalwege präzisiert. Mit großer Originalität und seltener Genauigkeit konnte Herr Prinz feststellen, wie Immunzellen aus dem Blut in das Gehirn aufgenommen werden, zu Mikroglia differenzieren und damit als die ersten immunologischen Leitplanken für die Entwicklung sowie als Schranken gegen pathogene oder schädigende Umwelteinflüsse fungieren. Methodisch kombiniert Herr Prinz dabei beispielsweise transkriptionale Profile mit funktionellen Dynamiken auf Einzelzellebene und verbindet diese mit mathematischen Modellen. Die von ihm entwickelten Instrumente kommen in Arbeitsgruppen weltweit zum Einsatz. Seine innovativen, methodischen Ansätze wirken weit über sein eigenes Forschungsgebiet hinaus und beeinflussen die Immunologie und die Neurowissenschaften insgesamt. Seine Arbeiten begründen so eine neue, hochpräzise Ebene unseres Verständnisses von Ontogenie, Physiologie und Pathophysiologie der Mikroglia und damit der frühen Stadien der Immunantwort im zentralen Nervensystem. Dieses verbesserte Grundverständnis weist den Weg zu vielversprechenden Behandlungsmöglichkeiten entzündlicher und neurodegenerativer Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Herr Prinz studierte Medizin an der HU Berlin, wo er auch promoviert wurde,
Nach Postdoc-Aufenthalten am Max-Delbrück-Zentrum, dem Universitätsspital Zürich und an der Universität Göttingen, folgte Prinz 2008 einem Ruf als Professor und ärztlicher Direktor des Instituts für Neuropathologie an das Universitätsklinikum Freiburg. Lieber Herr Prinz, heute ist es mir eine ganz große Freude, Sie mit dem Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft auszuzeichnen. Herzlichen Glückwunsch! Wir erforschen das Erdsystem, wo die verschiedenen Teilsysteme, Klima, Atmosphäre, Ökosysteme, Ozeane miteinander wechselwirken. Und das versuchen wir besser zu verstehen. Zum Beispiel, wie reagieren Ökosysteme darauf, wenn wir eine Dürreperiode haben? Wie viel Kohlenstoff wird dann zum Beispiel aufgenommen von den Ökosystemen? Und wie wirkt sich das dann wieder zurück auf das Klima aus? Was wir geprägt haben, ist das Erdsystem datenorientiert zu verstehen, indem wir Fernerkundungsdaten, Beobachtungsdaten verwenden. Und eine wichtige Erkenntnis, die wir so auf diesem empirischen und evidenzbasierten Weg gewonnen haben, dass der Wasserkreislauf sehr, sehr wichtig ist für die Ökosysteme. Wenn wir über Klimawandel diskutieren, geht es oft ja immer um die Erwärmung. Aber was wir gefunden haben, ist, dass der wichtigste Faktor ist, wie viel Niederschlag wird denn in der Zukunft fallen. Die Entwicklung geht in der Tat dahin, dass wir sehr viel stärker Theorie, Modelle und Daten, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen zusammenbringen. Und in dem Bereich, was wir auch jetzt hybride Modellierung nennen, wird es, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren sehr viel Fortschritte geben. Mit dem Ergebnis, dass wir das Erdsystem sicherlich besser verstehen mit diesen Ansätzen und auch bessere Vorhersagen machen können. Vermutlich einmalig ist ein derart intrinsischer Zusammenhang zwischen methodischen Herausforderungen einer Forschungsrichtung und Existenzfragen der globalen Menschheit. Es gibt nur eine Erde. Für Ihre systemische Erforschung bedeutet dies, Experimente nicht wiederholen zu können und folglich in besonderer Weise auf Modellierungen angewiesen zu sein. Zugleich sind erdsystemwissenschaftliche Modellierungen unabdingbar für informiertes und zukunftsgerichtetes politisches Handeln. Beides hat vermutlich niemand besser im Blick als Herr Reichstein, dessen Beiträge im Bereich zur Kopplung von Klima und Biosphäre ihn als weltweit führenden Umweltforscher auszeichnen. Herr Reichstein gelang es, durch die Entwicklung dichter Monitoringverfahren und Analysen erstmals die Rückkopplungen der Kohlenstoff- und Wasserkreisläufe untereinander und mit dem Klima zu entschlüsseln. Diese fundamentalen Erkenntnisse legen den Grundstein, diese Stoffflüsse auf der Erde nicht nur digital zu erfassen, sondern auch verlässlich vorherzusagen. Herr Reichstein konnte zudem aufklären, wie klimatische Extremereignisse mit den Kohlenstoff- und Wasserflüssen interagieren und damit wiederum auf das Klima zurückwirken. Reichsteins Arbeiten ermöglichen es nun, Datennetze und Datenlücken über Stoffflüsse unseres Planeten weiter zu schließen. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um die wechselseitigen Einflüsse von Klimawandel und Ökosystemen über Erdsystemmodellierungen vorhersagen zu können. Herr Reichstein studierte Landschaftsökologie sowie Botanik, Chemie und Informatik in Münster und promovierte 2001 in Bayreuth. Ab 2006 leitete er eine Gruppe am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Dort wurde er 2012 zum Direktor berufen. Seit 2014 ist er zudem Professor für globale Geoökologie an der Universität Jena. Mit seinen Fachartikeln gehört er zur Spitzengruppe meistzitierter Forscher, den oberen 1%, in nicht nur einem, sondern in 3 Fachbereichen, den Agrar-, den Umwelt- und den Geowissenschaften. Er vernetzt Forscherinnen und Forscher weltweit über Disziplingrenzen hinweg
und mobilisiert ungewöhnliche Forschungsformate, um die Vielfalt an Handlungsempfehlungen zu generieren, deren Politik und Gesellschaft dieser Tage so dringend benötigen. Lieber Herr Reichstein, ich bin hocherfreut, Ihre bisherigen Forschungen mit dem Leibniz-Preis beehren zu dürfen. Sehr, sehr herzlichen Glückwunsch dazu. Wie ist neues Wissen historisch zu verstehen? Warum geht so viel Wissen verloren? Wie entwickelt sich daraus Kultur? Wie entwickelt sich daraus ein Verständnis der Welt, in der wir leben? Die größte und drängendste Frage ist wahrscheinlich, wie man das in einer globalhistorischen Perspektive untersuchen kann. Momentan arbeite ich an einer Studie zum 13. und 14. Jahrhundert, hauptsächlich im asiatischen Raum, und der Frage, wie sich eine gewisse materielle Beschaffenheit, also das Vorkommen von Seiden und allen Techniken, die sich damit beschäftigt haben, auf das wissenschaftliche und technische Denken dieser Region ausgewirkt haben. An dem wissenschaftlichen Arbeiten in der Wissenschaftsgeschichte fasziniert mich besonders, dass es so viele verschiedene Disziplinen anspricht. Das heißt, sie kommen nicht mit einem Wissensbereich aus. Sie müssen sich in Geschichte auskennen, sie müssen sich in den verschiedenen Wissenschaften auskennen, in den Kulturen, sie müssen sprachliche Kompetenzen mitbringen. Und diese Überlappungen bieten einem die Möglichkeit, Freiräume zu denken, die man sonst nicht denken würde. China ist in aller Munde und beschäftigt unablässig Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, einschließlich der Wissenschaften. China zu verstehen, davon sind wir gleichwohl weit entfernt, und dabei mögen uns auch die eigenen undurchschauten Vorurteile im Wege stehen. Wie etwa jenes von der angeblichen Stagnation der Wissensentwicklung in China seit jener Epoche, die in Europa frühe Neuzeit genannt wird. Auf derlei Vorurteile werfen die preisgekrönten Arbeiten von Frau Schäfer ein neues Licht, das methodisch von einer global orientierten und vergleichend vorgehenden Geschichte von Technik und Wissenschaft getragen ist. Frau Schäfer studierte Sinologie, Japanologie und Politikwissenschaften an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, wo sie 1996 promovierte und sich im Jahre 2005 habilitierte. 2011 wurde sie auf den Lehrstuhl für China-Studien und Technikgeschichte an der Universität Manchester berufen. Seit 2013 ist sie Direktorin der Abteilung Artifacts, Action, Knowledge am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Für ihr Schaffen von besonderer Bedeutung sind zwei Werke zu Staat, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik in China während der Ming-Epoche. Das Buch mit dem Titel »Des Kaisers seidene Kleider – Staatliche Seidenmanufakturen in der Ming-Zeit 1368 bis 1644« aus dem Jahr 1998 widmet sich der staatlichen Regulierung eines zentralen Wirtschaftsguts in China, der Seide. Es befasst sich aber nicht nur mit den Regelungen allein, sondern untersucht insbesondere deren Anwendung und Unterlaufung in den alltäglichen Praktiken historischer Akteure. Die Perspektive, Wissens- und Handlungsformen sowohl in ihrem historischen und kulturellen Kontext als auch in den alltäglichen Praktiken zu untersuchen, erfährt schließlich exemplarische Entfaltung in der ins Chinesische übersetzten Studie von 2011, The Crafting of the 10,000 Things, Knowledge and Technology in 17th Century China. Ihre kongeniale Verbindung von Wissenschaftsgeschichte
und Asienstudien eröffnet Frau Schäfer einen ungeahnten wissenschaftlichen Austausch mit derjenigen Gesellschaft, die sie erforscht. Ihre Arbeiten konstituieren auf höchstem Niveau neue, weitreichende Ansätze einer umfassenden Globalgeschichte. Liebe Frau Schäfer, mit größter Freude überreiche ich Ihnen heute den Leibniz-Preis. Ganz herzlichen Glückwunsch. Ich interessiere mich für Prozesse der Formbildung. Ich frage danach, welche Bedeutungen Formen aufbauen und in welcher Weise uns Formen helfen, Wirklichkeit zu strukturieren. Ich glaube, Gattungen sind ganz wichtige Ordnungen, um uns in der Wirklichkeit zu orientieren, um uns einen bestimmten Weltzugang zu ermöglichen und einen Bedeutungsraum zu schaffen. Ich habe ja zunächst ein Buch über den Auftritt geschrieben. Also das ist ein formales Element des Dramas, was mich interessiert hat. Und der Auftritt ist natürlich immer ein Schritt. Und für mich war dieser Moment des In-Erscheinung-Tretens, dieses Hervorschreiten, bevor ein Wort gesagt ist, die Art und Weise, wie ein Mensch, eine Figur in Szene gesetzt wird, das interessiert mich einfach sehr. Ich arbeite aktuell über experimentelle Formen der Textproduktion in der Moderne. Und zwar interessieren mich hier Montage- und Collageverfahren. Speziell ein besonderes Instrument, das ich dafür benötige, um eine Collage zu montieren. Und das ist die Schere. Also ich möchte gerne diese Form der Collage über das Instrument erschließen, was ich zu seiner Herstellung benötige. Auch virtuelle Preisverleihungen setzen Auftritte voraus, nicht anders als jede öffentliche Inszenierung. Und ob dies nun zum Glanze der Wissenschaft erfolgen soll oder zur politischen Vereinnahmung, stets handelt es sich um dieselben dramaturgischen Gesetze. Gesetze, die seit Jahrhunderten auf der Bühne und in der Literatur verhandelt werden, und auf diese Weise einen unschätzbaren Fundus bilden, um das Gelingen und Scheitern menschlicher Verständigung zu studieren. Dank der historisch weitreichenden und systematisch konzentrierten Arbeiten von Frau Vogel ist uns dieser Fundus heute in einer methodisch raffinierten, interdisziplinär aufgeschlossenen und zugleich sehr eingängigen Weise präsent. Schon ihre erste große Studie handelte von Kaiserin Elisabeth alias Sissi als einer sich selbst inszenierenden und in ihrer öffentlichen Wirkung vielfach reinszenierten Kunstfigur. Ihre dramengeschichtliche Habilitationsschrift »Die Furie und das Gesetz« analysiert Verhandlungen von Weiblichkeit, Macht und Marginalisierung in einer eindringlichen Verbindung ästhetischer, sozial- und rechtsgeschichtlicher sowie psychologischer Zugänge. Ihr Werk besitzt große internationale Strahlkraft, nicht zuletzt aufgrund ihrer Lehr- und Forschungstätigkeiten, unter anderem in Berkeley, Princeton, Chicago und an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Nach dem Studium der Germanistik und Anglistik in Wien und Freiburg erfolgten Promotion und Habilitation in Wien, 2007 der Ruf an die Universität Konstanz. Frau Vogel hat sich gleichermaßen mit Antike und Barocktheater, mit klassischen Theaterautoren wie Goethe und Schiller, mit Kleists antiklassischen Dramen ebenso wie mit dem postdramatischen Theater der Gegenwart beschäftigt. Immer wieder rekurriert sie dabei auf Grundfragen der literarischen, vor allem der theatralen Repräsentation. Zugleich nimmt ihre sensibel betriebene Hermeneutik poststrukturalistische und kultursemiotische Impulse derart souverän auf, dass theoretische Frontlinien mit größter Leichtigkeit unterlaufen werden. Zuletzt
in ihrem 2018 erschienenen Opus Magnum aus dem Grund, Auftrittsprotokolle zwischen Racine und Nietzsche. Liebe Frau Vogel, es ist mir eine Ehre, Ihnen heute den Leibniz-Preis verleihen zu dürfen. Ganz herzlichen Glückwunsch dazu.